Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Worldly Galaxy Resurrection. Ja. So, ich habe hier mal ein bisschen umgebaut. Da stehen keine Maschinen mehr. Die sind jetzt hier drin. Haben hier mal so eine kleine Hütchen gegönnt. Hier ein bisschen Factory-Blöcke, Laboratory-Blöcke, ne? Und dann habe ich hier mal aufgebaut. Und mir ist aufgefallen, das Teil hier produziert so viel Steam. Wir können das einerseits einspeichern in der Drum, andererseits kann man das easy betreiben, also das verliert kaum was. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt aber großartig noch was da weitermachen, hier ist schon die nächste Drum, das ist jetzt die dritte von den vier, die ist jetzt aber auch schon bald leer. Die andere habt ihr gesehen, habe ich da oben angeschlossen, muss ich jetzt noch keine Wasserversorgung aufbauen. Hier gibt es immer noch ein Bingo fest. Ja. Ich wollte jetzt nochmal heute die restlichen benötigten Seeds machen. Und zwar sind das einmal Copper Seeds, Tin Seeds, dann Lead Seeds, heißt nicht Ferris oder? Nein, die heißen Nickel dann. Jawohl, Nickel Seeds. Und zu guter Letzt Yellowite Seeds. Na, so. Die vier wollen wir heute. Ja, ich kann nicht zählen. Die fünf wollen wir heute machen. Wir brauchen Grosio, Grosio, Imperio, Grosio, Imperio. Okay. Dann gehen wir. Hatte ich das hier jetzt eigentlich schon. Mann. Das Geile ist, die haben sich jetzt verpackt und wenn ich sie aufnehme, bleiben die so. Ja, nehmen wir hier schon mal den Stack mit. Ich habe eigentlich gestern mal gelernt, ich will hoffen, dass das jetzt reicht. So, was sind denn die Pläne für diese heutige Aufnahme? Ich will, wie gesagt, die Seeds fertig kriegen. Ich will dann hier nochmal. Ich werde das Offscreen nochmal ausbauen. Dann will ich jetzt auch das Ganze so ausbauen, dass das Ganze abgeerntet wird. Das heißt, wir brauchen einige Harvester. Da ist noch übrig. So, und dann mal hier die Reste. Ich hoffe, dass das jetzt reicht. Gib mich mal. Wir haben nur noch 4 Seeds, okay. Machen wir mal gerade ganz kurz anders. Wenn ich hier jetzt nicht. Nee, das wird nicht klappen. Einmal kurz so, Clipping. Zack. So. Jetzt haben wir die 5. Okay. Wir benötigen, wie gesagt, einiges an Essenz. Ich will hoffen, dass das reicht. Ansonsten muss ich die dort noch später fertig machen. Oh oh. Sieht nicht gut aus. Oder? 1, 2, 3, 4. Okay. Dann schieben wir die Yellow Seeds hinten erstmal an. Dann geht das nämlich auf. Led brauchen wir, Kupfer, Zinn und Ferris ist glaube ich noch drüben. Nicht? Ich habe doch nicht so geschmolzen, oder? Oh, da. Jubi! Led und der erste Seed. Led Seeds. Zinn. Sind sie? Kupfer. Sehr schön. Und dann die Ferris Ingots. Na. Den Minischiff zieht dahin. So. Nickel Seeds. Die haue ich jetzt wie immer hier in meine Crops Seed Dingens Truhe.
Ja, die Nature Seeds weiß ich noch nicht, ob ich die hochzüchten soll. Aber naja. Gut. Das hätten wir schon mal. Dann. Wie viel Zeit haben wir noch? 5 Minuten verbraucht? What the fuck? Okay. Kein Thema. Erstmal was machen. Schauen wir mal ins Questbuch. Womit könnten wir denn weitermachen? Oh. Ja gut. Gucken wir mal hier rein. Da hat sich schon wieder einiges angesammelt. Auf jeden Fall, ich würde dann gerne jetzt weitermachen. So many flowers. Das war Botania, wenn ich mich nicht vertue. Ich würde aber erst noch was anderes machen. Ich mache jetzt mal kurz eine Waffe. Das dürfte als Stahl reichen. Ja. Also brauche ich noch was Gold für die K. Und zwar, wie viel haben wir? Ach, die haben ja eh schon alle gemacht. Ich würde mir gerne einen Krieger machen. Oh, das würde aber schon für eine Toolforge. Die zum Glück aus der Toolstation besteht. Dann machen wir einfach mal schnell eine Toolforge. Und ganz ehrlich. So. Ich habe mal ein bisschen Musik leiser gemacht. Die ist auch nicht mehr so laut. Hier Bricks, haben wir noch was? Gar nichts mehr. Wow. Okay. Wir brauchen 30 Bricks und Blöcke. Die Blöcke haben wir. Na, dann gehen wir noch mal kurz zurück. Hol noch einmal kurz ein Deck Earth und Fire Essence. Machen wir nochmal schnell ein wenig Growth fertig. Das ist ja jetzt eh schnell durch. So. Andersrum. Und ich hab's natürlich wieder verkackt. So, das sollte schon reichen. Den Rest können wir mal dann hier reintun. Genau wie die. Wo habe ich jetzt den Wassereimer? Da. Sehr schön. Das wird jetzt keine ewig lange Folge werden, wo wir hier nur Clay machen. Ich mache nur zwei. Sagen wir mal, ich mache 4 fertig. So, das reicht schon. 8. So, ich mache es einfach nochmal so ein bisschen Board fertig. Das kann dann alles mal hier rein. Oh, das tut so gut, so sehen, wie es durchgeheizt wird. Wieso wollen wir einen Cleaver machen? Ganz einfach. Ich würde gerne im Nether die Wither-Skelettkuppe holen. Und da machen wir uns einen Cleaver fertig, weil der Cleaver hat eine hohe Chance zum auf Beheading. Auf Deutsch abköpfen. So, wir brauchen eine Tough Rod. Und die Large Pattern Plate. Gut. Ich kann nicht zufälligerweise einfach so. Wäre auch zu schön gewesen. Dann gönnen wir einfach mal ganz kurz ein bisschen Kuppel. Later dann. Tough Rod. Und die Blade. So. Jetzt brauchen wir erst einmal Gold. Ich stelle jetzt gerade übelst Schwachsinn und keine Sau weiß, was ich will, aber. Wann war das eh anders, ne? Okay. Ich
will mal ganz kurz schauen, wofür wir noch alles die Wizard Skulls brauchen können. Na gut, für den Desaster Generator, ja, wie sieht's denn da? Wizarding Cap, Nether Core, also scan diesen Nether, vielleicht mal. Advanced Player Detector. Was ist das? Inventory Binder. Ja gut, das ist also Peaceful Mode. Ja, um die Kräfte so herzustellen. Feuerwerk. Crafting Calculator, okay, das ist wert. Routing. Das ist Banner. Ender Furnace. Ja, ansonsten braucht man die wirklich nur für Nether Stars. Gut zu wissen. Okay. Na. Geil, ich muss mal ganz kurz. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Wo ist das magische Teil? Scheiße, ey, da hab ich. Da kann ich ja komplett verfallen. Da ist der Frostet. So. Jetzt messe ich aber auch bitte schnell. Stone Tapot, okay. Boden, ne? Ja, die wisst ihr, die Silberstoffs, die würde ich gerne haben, aber wir, Moment, wir haben schon so 0,4%. Das ist nicht wirklich allzu viel. Das heißt, wir brauchen entweder richtig Glück, oder wir machen sie direkt über die, na? Hier, wie heißen sie? Über Magical Crops. Danke. Ja genau, du, danke, dich meine ich. Gut. Ja, vielleicht nicht mehr ein bisschen. Wir hatten nur Popper hier. Wo sind sie? Da kann ich mir einfach mal gerade einen Popper drauf und tun die Stahlbarren noch da rein. Zack. Ich weiß nicht, den Kopf kann ich jetzt mal abreißen. Genau wie El Pinko Generatoro. Ja, hier. Boah, Entschuldigung. Hier das. Werde ich wahrscheinlich noch was hier rübersetzen und werde ich eine Fonte machen. Damit wir dann hier die ganzen und so wenden können. Hier würde ich ja die Harvest einmachen und dann würde ich dann hinten alles per Enderchest einsortieren. Enderchest sollten wir doch nicht bauen können, oder? Oh. Ender. Es gibt gar keine Enderchest? Bringt jetzt meine Planung ein klein wenig durcheinander. Wie sieht das mit dem Tesseract aus? Ja, ein Derium. Und die müssen dann aufgefüllt werden mit Resonant Ender. Die erste Large Plate ist fertig. Sehr schön. Jetzt die Tough Rock. Da kann man ein bisschen mehr Lava rein. Machen wir mal gerade ganz blöd.
sehr schön. Das ist durch. Dann brauchen wir nur noch die Large Blade. Und der Rest kann dann schon hier rein. Na, 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 machst du fertig? Und... gib ihm. So. Was? Ich brauche zwei Tafels. Oh. Okay. Messen wir das mal schnell ein. Ah, ich bin jetzt gar nicht mehr so im Klaren, dass zwei Tafels brauche ich schon. Ne, der Hammer braucht zwei Plates. Mm. So war's. Aber kein Thema. Das wird schnell gehen mit den und so. Das wird richtig schnell gehen. Ja, die Pink Generator baue ich provisorisch mal gerade hier hin. Wenn wir mal brauchen. Vorderstellern. Hier kann man die Strecke mal nachlegen. Dann mal die Elektrodefelder abernten. Ja, wenn wir das automatisieren wirklich, dann geht. Da können wir keine Ahnung, 5 Felder dafür benutzen. Und wenn mein Plan wirklich aufgeht, so wie ich das alles mal durchgerechnet habe und so weiter. Dann wird das abnormal. Dann wird das richtig abnormal. Oh, die Silver Seeds habe ich gar nicht weitergemacht. Scheiße. Also die sind auf 10, 10, 10, aber die muss ich nur noch halt das aufs ganze Feld auslegen. Das ist eine Sache von 5. Noch nicht mal 5 Minuten. Ja, also nur langsam geht ja unten schon der Platz raus. Also hier passen nur noch entweder Kupfer oder Zinken, aber das war's. Das heißt, ich werde das Ganze nochmal ein bisschen um eine Etage so nach drüben legen. So, dass hier nochmal 4 Feld bzw. 8 Felder hinpacken. Nicht wahr, Pinko? Ja, Pinko denkt sich auch, was? Gönnen wir uns mal ein paar Blaze Wards, gönnen wir uns nochmal ein bisschen Kohle. Zack, zack. So. Seht ihr, also hier sind 900, nee, 9000 Buckets, 9 Millionen Mini-Buckets. An Steam haben wir schon fast 10 Millionen. Und die Temperatur steigt immer noch. Ja, wird eigentlich Zeit für einen Energiespeicher. Gut. Wie sieht das aus? Bist du fertig? Ja, natürlich bist du fertig. Sehr schön. Lass ich gleich ausgießen. Ich mache noch gerade. Okay, ich habe gerade kurz Angst gehabt, dass das Backup stürzt. So, unser neuer Steel Cleaver. Welchen Namen geben wir dir denn? Prepare to fight, Fortune to run. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Wir haben 4 Modifier. Die würde ich auch nutzen. Und zwar mit einer Perlen und Obsidian. Waren wir auch die richtige Kombination. Ich habe gerade keinen Bock, in das Buch zu schauen. Können wir noch etwas Besonderes auf den Cleaver draufpacken? Jawohl, Beheading. 1, 2, 3. Hier. So. Alles klar. Ey, hier sind die Fuchsohren, die sind schon so groß. Ich habe noch keine Ahnung, aber wo die herkommen, das sieht das irgendwie geil aus. Gut. Ich würde sagen, ich mache mein Inventar leer. In der nächsten Folge geht es dann Abi Richtung Nether. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.